Initiative Associates, Response Fleet. Zu Trainingszwecken wird dieses Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, drücken Sie bitte jetzt die 1. Wenn Sie das nicht möchten, geben Sie uns bitte persönlich Bescheid. Okay, wir haben festgestellt, Sie sind... Die haben mich getackelt in mein Hauler! Gut. Können Sie uns bitte sagen, um welche Art des Schiff es sich handelt, das Sie tackelt? Handelt es sich dabei um A, eine Fregatte? Drücken Sie bitte jetzt die 1. Handelt es sich um B, ein Kreuzer? Drücken Sie jetzt bitte die 2. Handelt es sich hierbei um ein Battleship? Drücken Sie bitte die 3. Für alle anderen T2-Optionen wählen Sie bitte jetzt die 4. Sie haben 4 gewählt. Handelt es sich um dieses T2-Schiff, um ein Recon-Schiff? Dann drücken Sie bitte jetzt die 1. Handelt es sich dabei um ein Logistikschiff? Drücken Sie die 2. Handelt es sich dabei um einen schweren Unterbrecher? Drücken Sie jetzt die 3. Zu allen anderen T3-Optionen wählen Sie bitte jetzt die 4. Sie haben Option 4 gewählt. In dieser Option haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten. Sollten Sie von einem T3-Zerstörerklasse getackelt werden, dann müssen Sie das genauer spezifizieren. Handelt es sich bei A um einen Kaldari T3-Zerstörer, nämlich die Jackdaw? Oder handelt es sich bei um B, ein Amar T3-Zerstörer, die Confessor? Dann drücken Sie jetzt die 2. Handelt es sich dabei um einen T3-Galette-Zerstörer, die ihr kennt? Dann drücken Sie bitte jetzt die 3. Handelt es sich bei um ein Minmatar T3-Zerstörer? Dann drücken Sie bitte jetzt die 4. Für alle anderen Optionen bezüglich T3-Schiffe drücken Sie bitte jetzt die 5. Sehr gut, Sie haben sich für Option 5 entschieden. T3-Kreuzer. Sie werden also getackelt. Werden Sie also von einem T3-Kreuzer getackelt? Dann haben Sie jetzt folgende Auswahlmöglichkeiten. Handelt es sich hierbei um ein kaldarisches T3-Kreuzerchen namens Tengu? Dann drücken Sie bitte jetzt die 1. Handelt es sich aber hierbei um einen Amar T3-Kreuzer? Das wäre die Legion? Dann drücken Sie bitte jetzt die 2. Handelt es sich dabei um einen Galente T3-Kreuzer, in dem Fall die Proteus, dann drücken Sie bitte jetzt die 3. Handelt es sich hierbei um ein Minmantar-Kreuzer, auch Loki, dann drücken Sie bitte jetzt die 4. Sehr gut, Sie haben uns darüber informiert, dass Sie in einer Loki getackelt sind. In welchem Schiff sind Sie denn getackelt? Handelt es sich dabei A um eine Fregatte? Dann drücken Sie bitte jetzt die 1. Handelt es sich dabei um einen Kreuzer? Dann drücken Sie bitte jetzt die 2. Handelt es sich hierbei um ein Battleship? Dann drücken Sie jetzt die 3. Handelt es sich um 4, nämlich ein Capital-Schiff? Dann warten Sie kurz, bevor wir Sie mit der extrem schnellen, extrem kurzweiligen und extrem effektiven Response Fleet verbinden. Dazu müssen Sie allerdings in der Leitung bleiben. Wir werden Sie gleich verbinden. Bitte warten Sie. Einen kleinen Augenblick. Gleich geht's weiter. Sie haben sich für die extrem effektive Response Fleet entschieden. Diese befindet sich in folgendem System, RP2OQ. In welchem System sind Sie denn getackelt?
Sind Sie A in der Konstellation Fountain getackelt? Dann drücken Sie bitte jetzt die 1. Sind Sie in Cloud Ring getackelt? Dann drücken Sie bitte jetzt die 2. Sind Sie irrtümlicherweise in Delve getackelt? Dann verbinden wir Sie gleich mit dem Coonswarm Service, der eine höhere Response Time hat als wir. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, drücken Sie alternativ die 5. Vielen Dank! Okay, ein paar Informationen zu Ihrem Kundenservice-Bereich. Als Kunde von uns sind wir natürlich darum bemüht, Ihnen die bestmögliche Leistung zu bringen. Wenn Sie sich jetzt gerade in Ihrem Tackling-Schiff, das Sie ja angegeben haben, als Capital-Schiff befinden und Sie rein zufällig in einer Rockwall sitzen und den Inukor laufen haben, sollten Sie vielleicht ganz nebenbei auch unter stressigen Situationen einfach mal den Unverwundbarkeitskern-Nexus aktivieren. Dieser verschafft Ihnen Zeit, dass die Response Fleet auf folgende Situation reagieren kann. A. Bedrohung durch gegnerische Schiffe jenseits von 20 Membern. B. Auf den Response von noch mehr Schiffen. Oder C. Auf einen gewaltigen Super Capital Titan Blob. Aber wie auch immer, wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Aus diesem Grund schicken wir Ihnen jetzt auch gleich ein bisschen Unterstützung. Die Unterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen. Bitte bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie entspannt. Irgendwann demnächst wird die Response Fleet aus RP2 bei Ihnen eintreffen. Und dann können Sie auf jeden Fall mit Gegenwehr rechnen. Denn wir sind dafür ausgelegt, jeglicher Bedrohung entgegenzugehen. Aus diesem Grund möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass wir nach dem Gespräch eine kleine Kundenbefragung durchführen werden, um einfach die Zufriedenheit unserer Mitglieder oder Renter zu gewährleisten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann drücken Sie bitte jetzt die 5. Die Response Fleet ist in wenigen Augenblicken bei Ihnen. Sie befindet sich bereits im Warp. Wie Sie feststellen werden, wird gleich auf Ihrem Grid ein paar Schiffe erscheinen. Diese sind zu Ihrer Verteidigung gemacht worden, auch wenn diese von Ihrer eigenen Kooperation sind. Das ist ja völlig egal. Hauptsache, wir haben eine Response Fleet. Gut, da wir natürlich unseren Kunden auch viel mehr anbieten können als Corp-eigene Response-Flotten, bieten wir Ihnen folgendes Premium-Paket an. Für einen kleinen Obolus von nur 10 Milliarden ISK bekommen Sie einen eigenen FC gestellt, der dafür sorgt, dass Sie sich sicher fühlen können. Auch wenn wir jetzt gerade mit Dry Dreadnoughts deployed sind, um Ihren gegnerischen Gegner, wie auch immer, anzugehen, sind wir immer natürlich darum bemüht, Ihre Zufriedenheit in den Vordergrund zu stellen. Aus diesem Grund sorgen wir auch dafür, dass die Qualle, die jetzt schon in Struktur ist, von uns ersetzt wird. Der Grund? Wir haben einfach zu lange gebraucht. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen jetzt folgende Möglichkeiten. Möchten Sie das Premium-A-Paket haben? Im Premium-A-Paket sind enthalten diverse Schiffsversicherungen von Fregatte bis zu Kreuzer. Das beinhaltet auch T2-Kreuzer. Wenn Sie dieses Paket weiter ausbauen möchten, können Sie das Premium-Paket B nutzen. Das geht sogar bis Battleships hoch. Allerdings nicht beinhaltet dieses Paket nicht irgendwelche Marauder oder andere Schiffe der T2-Klasse. Und deswegen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass unser Premium-Paket Deluxe die beste Variante für Ihr Schiff ist, für Ihr Seelenheim. Gut, mittlerweile ist schon etwas Zeit vergangen.
Wir sind jetzt bei 10 Minuten 30 und haben jetzt nochmal eine kleine Explosion zur Erheiterung Ihres Geschmacks auf dem Bildschirm erscheinen lassen. Aus diesem Grund möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auch weiterhin Korbflotten gerne bei Respawns Fleet gesehen sind. Damit Sie sich nicht so gelangweilt fühlen, haben wir die Bubbles mal kurz deaktiviert, damit Sie sich einigermaßen sicher fühlen. Aus diesem Grund aktivieren wir jetzt nochmal ein paar Bubbles, damit Sie sich auf jeden Fall nicht vom Fleck bewegen, denn gleich ist die Respawns Fleet da. Gleich.